Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Code Veronica X. Hier mit dieser Person, und zwar Claire Redfield. Wir haben das zweite Emblem. Ich dachte, wir kriegen keins mehr, aber wir haben es doch wieder bekommen. So, ich weiß auch, wo wir es einsetzen können, damit wir hier in der Trainingsanlage mal weiterkommen. Nur hier ist wieder alles stockdunkel für mich. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ich sehe gar nichts. Ah, da ist die Tür. Ich glaube, das hat was mit dem Monitor zu tun oder so. Oder mit dem Spiel selbst. Nee. Oder? Nee, doch. Ich kann ruhig hier lang. Da komme ich raus. Ich muss einmal außen rum. Ich muss da, wo die Hunde jetzt sind. Zombies, geht weg! Oh, vielleicht hören sie ja auf mich. Okay, hier passiert noch nichts mehr. Den haben wir ja erledigt. Ach, da war die Tür. Die Wand, da kommen wir immer noch nicht durch. Die Karte haben wir auf jeden Fall mit, die silberne. Ach ja. Aber hier ist ja schon auf. Und hier muss ich hin. Genau hier hin. Die Hunde, die ignoriere ich jetzt erstmal. Genau. Naja. Ihr könnt mir getrost bleiben. Ihr könnt da unten bleiben. Das ist mir shit egal. So, denn ich muss nämlich zu diesem netten Teil hin, um das nächste Emblem reinzupacken. Und dann kriegen wir was? Eine Emblemkarte nehmen. Und zwar eine blaue Emblemkarte. Ist da irgendwas hinten dran? Idigo, blaue Schlüsselkarte von Alfred. Kann in der Trainingshalle benutzt werden. Genau. Und das können wir auch nutzen. Dazu müssen wir eigentlich wieder zurückgehen, weil hier oben können wir nirgendwo hin. Jetzt dürfen wir wieder einmal mit dem Fahrstuhl fahren. Und ich hoffe mal, Hunde, die lassen mich zufrieden. Ja, sehr schön. So muss es sein und nicht anders. Ah, es kommt wieder düd. Ah. Kann ich das eigentlich das andere auch schon mal aufmachen? Oder müssen wir später auch nochmal hin? Ah, okay. Ich muss erstmal lüften, damit wir hier vorwärts kommen. Okay. Machen wir das doch schon mal. Ach, zum Lüftungsschacht, da müssen wir ja ganz woanders lang. Ah, ich muss mal schauen. Eigentlich da, wo die Hunde sind, oder? Na egal, ich gehe jetzt... Ach, ich komme ja eh nochmal dorthin, genau. Wir müssen mit dem Fahrstuhl hochfahren und dann, kommen wir eigentlich auch dahin, wo ich hin wollte. Ich hätte jetzt nicht wirklich außen rumfahren müssen. Egal. Fahren. Ich laufe eigentlich. So, ich muss nämlich hier rein. Oh, man sieht überhaupt nichts. Das ist so toll. 1F bin ich. Im B1F ist das nicht. Ich glaube, in 2F ist das. Wo ich jetzt hin muss. Vielleicht ist es dort ja heller. Ganz gut, muss ich ja nicht auch nochmal hin. Aber dann machen wir später. Ja, hier ist es definitiv heller. Ah, genau. Hier brauchen wir nämlich die Schlüsselkarte. Diese blaue. Und? Nicht erschrecken. Nur ein blutgeschmierter Zombie. Mehr ist das doch nicht. Ich öffne kurz mal hier die Tür. Dann gehe ich mal hier hoch. Und schauen uns mal das Geflacker hier an. Überall Biniot steht da. Ein mit T-Viren genetisch veränderter Salamander. Eigenschaften
Albinjot. Er mutiert beim Wachsen. Achso. Interessant. Circa 15 Stunden nach der Geburt ist er 2 Meter groß. Wow. Nicht mal ist ein Tag und der schon 2 Meter. Die ausgewachsenen Amphibe kann Strom erzeugen. Oh ja, den kenne ich auch noch. Aber das ist eigentlich unrelevant. Denn wir holen uns erstmal die Granaten. Wir haben hier noch Platz. Das ist ja das Gute daran. Und wir schalten mal... Ich weiß, war hier ein Kraut? Hier war ein Kraut, ne? Genau, das habe ich doch noch gut in Erinnerung gehabt. Ihr seht es zwar nicht, aber wir haben es. Okay, da haben wir einen weiteren Ausweis, und zwar einen Heeresausweis. Das brauchen wir. Biologische Gefahr im Bioexperimentraum. Den Überwachungsmonitor benutzen? Ja. Okay. Dort sehen wir den toten Mann. Aber eigentlich ist hauptsächlich dieses Bild. Zoomen wir mal ran und es ist die Nummer, die Zahl 1126 ist zu erkennen. Und der Bioexperimentraum ist völlig gelüftet. Zufälle gibt es aber auch. Die Codenummer kann jetzt eingegeben werden. Sehr schön. Und die beiden stehen jetzt auf. Wir müssen die erstmal hier plätten. Ja, komm. Geh du mal schlafen. So. Ja, geh auch. Geh schlafen. Geh. Danke. Komme ich eigentlich jetzt da schon lang? Wenn nicht, dann muss ich gleich mal in B1F runter. Ich weiß, dass man hier auch noch lang gehen kann. Bin mir nicht sicher. Und, vielleicht hier? Ah, doch, hier komme ich lang. Ah, oh, raus! Runter, 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 genau. Hier wollte ich hin. Denn hier müssen wir was machen. Und zwar müssen wir diesen Hebel eigentlich unterdrücken. Benutzen wir mal die Karte. Gut. Kann ich das ausschalten? Steht auf allen. Ja, dann macht er aus. So. Ah, hier sind keine Zombies mehr. Okay, das heißt, wenn man mit Steve die umbringt, heißt das, dass ich... man kann das ausschalten. Ich glaube hier, ne? Ein Gerät für die Ventilation. Es wurde scheinbar sehr häufig benutzt. Ja, aber man kann das doch ausschalten. Und zwar hier. Eine Sicherung für den Ventilator. Sie steht zurzeit auf 1. Hier, ja, dann mach doch aus. Ich habe keine Ahnung, warum das hier nicht gemacht wird. Na egal. Lassen wir das doch. Oder müssen wir was anderes machen? Nee. Wir gehen erstmal hier hin. Ich glaube, hier müssen wir aber auch noch zurückkehren. Und hier kriegen wir eine neue Waffe. So. Ah, die wird nicht mehr benötigt. So, dann legen wir die doch ab. Ja. Sehr schön. Hier kriegen wir den Granatwerfer. Den können wir sogar noch mitnehmen. Sehr schön. Und können sogar noch die Granaten reinpacken. Damit wir wieder 2 Plätze haben. So.
Hier müssen wir auch noch rein. Denn hier gibt es natürlich auch noch ein paar Sachen. Ich meine, hier gibt es sogar noch Granaten. Und Zombies. Da sehen wir die schon. Säure. Ja, na. Schmeck ich dir? Geh baden. Ach, da war ja noch einer. So. Oh, ich habe kaum Munition. Sollte ich auch mal sparsamer sein. Und zwar kriege ich hier Munition. Na, nimm auf. Komm. So. Und hier kriegen wir... Okay, okay, die kann ich noch nicht... Ah, ich... Leider nicht für die MD sowieso. Das haben wir ja schon. Ja, dann müssen wir mit einem bestimmten Charakter dorthin. Okay, dann holen wir uns aber die gelben Granaten hier. Ich glaube, das sind die Säure, oder? Ja, Säuregranaten. Und dann war es das auch hier schon. Da hinten ist nichts mehr. Das heißt, wir können mal durch die eine Tür gehen. Also ein Objektkasten wäre jetzt nicht schlecht. Aber ich weiß jetzt nicht, wo der jetzt ist. Wow. Oh, stimmt ja. Diese Viecher sind ja hier. Oh, ich hab mich voll erschrocken. So ein Granatwerfer. Komm, lauf. Oh. Komm, lauf. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Komm. Geh sterben. Gut, der hat mich nicht getroffen. Aber die haben mich heftig zusammengeschlagen. Okay, hier gibt es Pfeile. Die hebe ich aber jetzt nicht auf. Ach nein, ich glaube, ich weiß, was passiert. Schalter ist defekt. Ja. Hier können wir noch nichts machen. Dann gehen wir mal hier rein. Ah, ich hab an die gar nicht mehr dran gedacht. Ah, hab mich jetzt auch voll erschrocken. Die Tür ist... Da komme ich nicht rein. Okay. Dann... Ist es wohl jemand anders, der hier liegen muss. Okay. Kann man hier irgendwas noch machen? Ich glaube nicht, ne? Doch, wir sind zwei Plätze frei. Nehmen wir mal die Pfeile mit. Dann müssen wir mal woanders lang gehen. Denn hier können wir ja nichts mehr machen. Ich dachte, da wäre jetzt eine Kiste. Dann war es jemand anders, der uns hier weiterhelfen kann. Ich glaube, die Person kann auch dann wieder ausmachen. Na egal. Dann gehen wir mal hier wieder lang. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir brauchen noch ein Item. Kann man hier irgendwas machen? Ach genau, hier war ja noch Pistolenmagazin drin. Stimmt, da war ja was. Wir sind jetzt in 1BF, ne? Ja. Gute Frage. Wo müssen wir jetzt hin? Eine Sache gibt es aber noch. Aber dort kommen wir nicht hin. Das ist doch ärgerlich. Das muss ich mal wirklich überlegen. Wir haben die Karte. Ach, genau. Ich weiß wieder.
ist eigentlich egal, wie ich laufe. Denn ich muss ja wieder in diesen Experimentraum rein. Das ist eigentlich jetzt völlig egal, wo ich jetzt lang laufe. Ob hier oder dort, das ist jetzt uninteressant. Komme ich irgendwie noch an einem Objektkasten vorbei? Ich weiß, wo einer ist. Aber ich glaube, wir brauchen das auch nicht. Wir brauchen gleich nur einen Platz. Oh, wieso denke ich immer, da ist die Tür? Das ist doch nur eine Wand. Claire, du sagst mir auch nichts. So, jetzt hat es hier aufgehört zu piepen. Die Beihilfe wird nicht mehr benötigt. Jo. Ach, guck mal, dann kriegen wir da sogar noch einen Platz frei. Ist das nicht herrlich? Genau, jetzt müssen wir in diesen Experimentraum. Stimmt. Denn den Code haben wir ja bekommen. 1126. Ich glaube, der ändert sich auch nie im Spiel. Ich glaube, der ist immer gleich. Sicherheitsschloss aktiv. Bitte Codenummer eingeben. Bitte die erste Zahl eingeben. Die 1. Bitte die zweite Zahl eingeben. Die 1. Bitte die dritte Zahl eingeben. Das wäre die 2. Und die letzte Zahl eingeben ist die 6. Das Schloss.